So, wir sind hier heute live mit Giovanni Zarella bei Schlager für alle auf dem Weg zum Flughafen. Erzähl mal, wo geht's hin? Es geht zum Flughafen Tegel und ich fliege jetzt nach Köln für eine Fernsehaufzeichnung. Wir sind gerade losgefahren. Ich tue mich noch abschminken ganz schnell, weil ich gerade noch bei einer Aufzeichnung hier in Berlin war. Und jetzt ist gerade ganz schön viel los, weil das Album gerade raus ist, La Vita è Bella, aber ich bin sehr, sehr glücklich, weil es draußen so gut ankommt. So, wir haben ja auch ein paar Fragen für dich vorbereitet. Oh, da bin ich gespannt. Und die Leute können natürlich live fragen, wenn sie gerade was von dir wissen möchten. Von daher stellt gerne eure Fragen. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit ein paar Entscheidungsfragen. Oh, das finde ich immer schwer. Ist immer schwer, aber kurz und knapp. Und es geht schon los. Hund oder Katze? Hund. Also meine Familie und auch die von Janaina, da gab es immer Hunde und immer wenige Katzen. Und Cuisine oder Fastfood? Oh. Gesundes Fastfood, wenn es geht. Also es gibt es schon manchmal und also nur sich das ganz, ganz brutal zu erkranken, ist auch nicht so gut. Und Cuisine ist auch nicht so meins. Also eher gesundes Fastfood. Und was bezeichnest du als gesundes Fastfood? Gesundes Fastfood ist irgendwie, dass man sich irgendwie mal eine Box fertig machen kann mit ein bisschen was. Ja, oder auch mal ein Burger ist auch mal okay. Also ich sag mal so ein Vollkornburger mit einem gut gebratenen Stück Fleisch und Gemüse drauf. Also irgendwie Auberginen und Zucchini, so Sachen. Ich glaube, das ist ganz lecker. Das kann man gut machen. Super. Petra fragt, Brasilien oder Italien? Was für eine Frage, Petra. Natürlich Italien. Also Brasilien ist auch ein wunderschönes Land. Aber für mich ist Italien das schönste Land der Welt. So für, wie für jeden das eigene Land wahrscheinlich. Auch Brasilien hat so viele tolle Seiten, so viele tolle Facetten. Es sind zwei wirklich fantastische Länder. Geld oder Liebe? Immer Liebe, immer Liebe. Die Liebe ist bei mir die Basis von allem, von meinem ganzen Leben. Also ich mache alles aus Liebe. Und es gibt für mich nichts Wichtigeres. Das ist mein Lebenselixier. Da ist die nächste Frage auch schwer, gerade wenn es um die Musik geht. Ja. Deutsch oder Italienisch? Große deutsche Hits auf Italienisch, so wie ich es gemacht habe. Das ist die perfekte Kombination. Träumer oder Realist? Das ist eine Mischung aus beiden. Also ich bin, man muss irgendwo schon von was träumen, um damit anzufangen und sich in diese Richtung zu bewegen. Und das Ganze, und man darf auch, wenn man anfängt zu träumen, nicht zu realistisch sein. Weil man manchmal sich dadurch auch ein bisschen die Vision verbaut von dem, was kommen könnte. Also bei manchen Dingen sollte man Realist sein, bei ganz vielen Dingen sollte man träumen. Vor allem bei den Dingen, die man sich ganz, ganz ersehnlich wünscht. Frühaufsteher oder Langschläfer? Ich muss Frühaufsteher sein, weil ich habe zwei Kinder und mein Sohn geht zur Schule, meine Tochter jetzt auch bald. Also ich stehe gerne früh auf. Dann kann ich die morgens schon sehen, die beiden, kann schon ein bisschen Zeit mit denen verbringen, das genieße ich. Buch oder Film? Film. Also ich liebe es, schöne Filme zu sehen. Und in der heutigen Zeit, es war ja nie einfacher, tolle Filme sich so richtig en masse zu geben. Also ich liebe es auch, wenn ich lange Flüge zum Beispiel habe, so einen 12-Stunden-Flug nach Brasilien, da schaue ich mir dann so richtig in einem Abwasch sieben große Filme an oder schöne Filme. Das macht schon sehr viel Spaß. Die Marilyn fragt, bist du eitel? Ein bisschen schon. Also ich mit meiner Frisur so ein bisschen und ich habe ein paar Pflegeprodukte, aber ich glaube nichts, was ungewöhnlich ist. Ich habe eine normale Creme fürs Gesicht, eine für zum Schlafen, die ein bisschen reichhaltiger ist, eine ganz normale halt für tagsüber. Meine Haarprodukte, Haarspray, aber also viel mehr ist es eigentlich. Und eine gewisse Eitelkeit sollte man schon haben. Gerade in der Branche. Hotel oder Campingplatz? Hotel. Also ich bin so viel unterwegs und da ist mir das Hotel tatsächlich lieber, also weil da ist einfach alles schon bereit und fertig, wenn du ankommst. Wobei so einen tollen Campingausflug mit meiner Frau und den Kids, den wollen wir unbedingt noch machen. So richtig so eine Reise durch ganz Italien oder so, das haben wir schon noch vor, das wollen wir unbedingt machen. Also mit so einem Wohnwagen und dann mit Campen, mit allem, was dazugehört. Das werden wir noch auf jeden Fall noch machen. Wenn wir nochmal zum Thema Filme zurückkommen, wo du gerade vom Flugzeug geredet hast. Filme oder Serien? Filme. Serien habe ich nicht so ungeduldig. Da kann ich es nicht abwarten, bis es dann weitergeht. Und da sind mir die Filme dann schon lieber. Die Tina fragt gerade, wollt ihr noch weitere Kinder?
Wir fühlen uns so als Familie gerade wirklich komplett. Also es ist so, so ist es gerade wirklich schön zu viert. Und wir sind ja auch beide jetzt über 40 und man sollte vielleicht auch nicht immer das Glück aufs Spiel setzen. Und wir sind wirklich eine wundervolle Familie. Ich habe eine bezaubernde Tochter, einen wundervollen Sohn. Ich bin glücklich so. Sehr schön. Die Katrin fragt, hast du ein Ritual vor dem Auftritt? Oder vor Auftritten allgemein? So ein richtiges Ritual nicht, aber ich habe auf jeden Fall immer Lampenfieber. Also und eine gesunde Aufregung, das habe ich wirklich immer. Und das ist auch nie weggegangen. Also es ist immer so, nach dem ersten Auftritt, nach dem ersten Song kommt dann der erste Applaus. Hoffentlich. Und dann ist auch die Aufregung weg. Aber bis dahin ist es schon unglaublich, wie angespannt man ist als Künstler auf der Bühne. Die Beate möchte noch wissen, ob du noch mehr Lieder vorhast zu singen mit Pietro. Auf jeden Fall. Ich denke, auf dem nächsten Album wird es auch wieder ein Duett mit Pietro geben. Ich liebe es, mit Pi zu singen. Der ist für mich wie ein kleiner Bruder. Ich verbringe sehr gern Zeit mit ihm. Er ist Teil unserer Familie und mit guten Freunden ist man einfach gern zusammen. Von Marilyn kommt noch eine spannende Frage. Und zwar, was sind die Parallelen oder was sind die Gemeinsamkeiten von dir und deinen Kindern? Also wie du als Kind warst und wie deine Kinder jetzt sind. Sehr herzlich. Also meine Kinder sind unglaublich herzlich und sehr liebevoll und sehr respektvoll. Und ich glaube, das sind Dinge, die ich von meinen Eltern auch mir abgeguckt habe. Sehr schön. Was ist dein Lebensmotto? La vita è bella. Das Leben ist schön. Das sollte man sich jeden Tag wieder vor Augen halten. Auch wenn einem manchmal unschöne Dinge widerfahren oder man manchmal eine schlechte Phase hat. Man sollte immer wieder sich glücklich schätzen, hier zu sein, gesund zu sein, am Leben zu sein. Und was ist für dich das Schönste im Leben? Für mich ist das Schönste im Leben meine Familie. Es gibt für mich nichts Schöneres als meine Kinder, meine Frau, meine Eltern, meine Geschwister. Tina fragt, was würdest du in deinem Leben ändern, wenn du es könntest? Ich würde nichts ändern. Wirklich nicht. Das ist so die Antwort, die meisten geben, aber ich fühle mich glücklich so. Ich fühle mich total zu 100% erfüllt. Also mein größter Erfolg ist in meinen vier Wänden. Das ist meine Frau, das sind meine Kids, das ist meine Familie. Und das würde ich mit nichts tauschen, für gar nichts im Leben. Genau, dazu passt auch die Frage, was bedeutet für dich das Wort Erfolg? Erfolg ist für mich das Wort, ist ja schon so ein bisschen im Wort drin, es erfolgt. Ne? Das heißt, Erfolg kommt, wenn man viele kleine Ziele erreicht, kleine Zwischenziele, kommt man irgendwann zum großen Ziel und das ist dann der Erfolg. Und der größte, den ich habe, der ist bei mir zu Hause, das ist meine Familie, wie gesagt. Aber natürlich ist mir auch der musikalische Erfolg sehr wichtig, weil ich es liebe, Musik zu machen. Und ich natürlich das gerne lange machen möchte und auch nur Musik machen möchte. Und dann gehört natürlich ein gewisser Erfolg gehört natürlich dazu, um auch das machen zu können. Und der Erfolg gibt einem ja in dem Moment auch recht, dass es draußen ankommt, dass das, was man tut, gut ist, dass es schön ist, dass es die Menschen berührt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. La Vita e Bella kommt ja momentan auch sehr gut an, überall. Die Frage ist, welcher Titel auf dem neuen Album ist denn dein aktuelles Lieblingslied? Definitiv La Valle dell'Eden, das ist Jenseits von Eden. Und was ist das Lieblingslied von deiner Familie, von deiner Frau und deinen Kindern? Von meiner Frau, auch La Valle dell'Eden, von meinen Kindern, von meinem Sohn Senza Te, ohne dich mit Pietro Lombardi und von meiner Tochter Dami, das italienische Wahnsinn. Was bedeutet für dich Familie genau, fragt die Angela. Da gibt es ja so einen schönen Satz, der heißt, Familie ist da, wo das Leben beginnt und die Liebe niemals aufhört. Und genauso ist es auch. Ich könnte mir ein Leben ohne meine Familie gar nicht vorstellen. Das, egal wie es einem geht, meinen Kindern ist egal, ob mein Album auf Platz 1 oder auf Platz 100 geht. Die sind glücklich, wenn Papa da ist und Papa mit ihnen Zeit verbringt und Papa sie ernst nimmt und Papa intensiv sich mit ihnen auseinandersetzt. Familie ist wirklich heilig und ich weiß, dass nicht jeder das Glück hat, eine heile Familie zu haben. Bei manchen ist sie zerrüttelt und kaputt und das finde ich immer sehr, sehr traurig. Und es liegt halt in der Verantwortung der Eltern, den Laden zusammenzuhalten.
Bist du ein gläubiger Mensch? Deine Werte und dein Charakter schließen heraus. Achtung vor dem Leben, sagt Marilyn. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ein gläubiger Mensch. Und das will ich auch meinen Kindern vermitteln. Wir beten jeden Abend und man muss an etwas glauben. Wenn wir nicht an nichts glauben, dann haben wir gar keinen Leitfaden im Leben. Nathalie fragt, ob du mit Pietro zum Schlager-Olymp kommst, nach Berlin, am 10.8. Nein, leider nein. Aber du hast viele andere Auftritte. Ja, genau. Also zu der Zeit sind wir komplett ausgebucht, auch weil es in mein Album kommt. Oder weil es gekommen ist. Mein Album ist ja schon seit Freitag draußen. Und leider nein, leider nein. Also das ist, da sind wir nicht dabei. Aber ich hoffe, dass wir uns irgendwo anders sehen. Wenn wir gerade beim Thema Duettpartner sind, mit wem würdest du gerne mal ein Duett singen? Wirklich gerne mit Helene Fischer, weil ich finde, sie ist eine wirklich fantastische Künstlerin und ich respektiere sie unglaublich für das, was sie erreicht und geleistet hat und die Liebe zum Detail, die sie hat, die ihr manchmal vorgeworfen wird als Perfektionismus, das fasziniert mich, dass man seinen Job so ernst nimmt, dass man versucht, bis in die kleinste Haarspitze einfach für die Fans da zu sein und das finde ich klasse. Hast du Helene schon mal persönlich getroffen? Ich habe sie persönlich getroffen und sie ist ein sehr, sehr liebevoller, respektvoller, höflicher Mensch, genauso wie man sie sich vorstellt. Angela fragt, hast du noch Kontakt zu allen von Broses? Habe ich noch. Ich habe noch Kontakt zu allen. Am meisten und am engsten zu Ross. Das ist nach wie vor mein, ja, wie ein kleiner Bruder, obwohl er älter ist als ich. Aber ich liebe Ross unglaublich. Also wir haben heutzutage auch eine noch schönere Freundschaft als vielleicht vor 10 Jahren. Also wir sind sehr eng miteinander und supporten uns sehr und wünschen uns gegenseitig nur das Allerbeste. Könntest du dir vorstellen, mal mit Ross zusammen aufzutreten oder zusammen ein Album zu machen? Absolut, absolut. Ich könnte mir auch vorstellen, gemeinsam mit Ross auf Tour zu gehen, eine gemeinsame Tour zu machen, Ross und ich, wo er seine Hits singt, ich singe meine, wir singen gemeinsam Broses Hits. Mit Ross wird es auf jeden Fall bald noch was geben. Christian fragt, machst du eine Tour? Ist da irgendwas in Planung? Also ich würde auf jeden Fall gerne eine machen, weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn mehrere 100 oder 1000 Menschen zu deinem Konzert kommen, um wirklich nur dich zu sehen und um deine Musik gemeinsam mit dir zu erleben. Aber geplant ist es bisher noch nicht. Also wir wollen natürlich erstmal schauen, dass das Album ganz, ganz toll performt. Und dann werden wir auch sicherlich auch eine Tour planen. Ich muss kurz erstmal hinterherkommen mit den ganzen neuen Nachrichten. Kein Problem. Werder, was ist deine größte Inspiration? Das sind meine Eltern. Meine Eltern sind meine größte Inspiration. Die kamen nach Deutschland mit einem Koffer und ganz viel Hoffnung und haben es wirklich geschafft, sich für uns, für die ganze Familie ein tolles Zuhause zu erschaffen. Und da hat sich der Mut vor. Was ist das weit entfernteste Land, in das du bis jetzt gereist bist? Australien und Neuseeland. Da war ich auf einer Kreuzfahrt. Traumhaft. Und was ist die schönste Reise? Oder was ist die schönste Urlaubserinnerung, die du hast? Habe ich viele von. Seht ihr mich noch? Soll ich dich da mal? So, hier bin ich. Ist gleich vorbei. Die schönste Urlaubserinnerung, die ich habe, ist eigentlich jede. Also jede, die ich verbringe mit meiner Familie, ist schön. Also aus jedem Urlaub gibt es schöne Momente, die man nie mehr vergisst. Okay, die Silvia fragt, wer kocht bei uns, bei euch zu Hause? Bei uns? beide eigentlich. Wir kochen beide und auch beide gerne. Und die Kinder lieben es mal, wenn Papa mal ein paar Burger macht oder Nudeln. Und auch wenn Mama brasilianisch kocht oder Reis mit Beilagen und so. Also es ist schon, wir kochen beide sehr gerne. Sie mehr brasilianisch, ich mehr italienisch. Aber wir ergänzen uns gut. Und was ist euer Lieblingsessen oder dein Lieblingsessen? Pizza. Das ist kein Zweifel. Ich liebe eine gute Pizza mit einer guten Mozzarella drauf. Mit einer leckeren Tomatensauce. Oh mein Gott. Ich wollte gerade fragen, was ist der perfekte Belag für eine Pizza? Was sollte einfach darauf? Einfach nur eine Margherita. Eine gute Tomatensauce, eine gute, wirklich sehr, sehr gute Mozzarella und ein, was
Basilikumblatt und alles ist gut. Und was findest du in der deutschen Küche am besten? Ich liebe die schwäbische Küche, weil ich ja da groß geworden bin. Also alles, was irgendwie Schupfnudeln, Spätzle, Kässpätzle, die Rahmsoßen, diese ganzen Soßen, alles macht mich so fertig. Alles Maultaschen, das ist so lecker, das Zeug, das ist unfassbar. Das liebe ich. Und Licht wieder aus. Jetzt wieder ein ganz anderes Thema. Marilyn fragt, ob du als Kind unter deinem Ausländerstatus als Italiener damit zu kämpfen hattest oder ob alle immer offen und nett waren. Nee, ich hatte gar keine Probleme damit. Also ich hatte ein paar Anfeindungen als Jugendlicher beim Fußballspielen. Da gab es dann schon mal den einen oder anderen Spruch, der gegen mein Land ging oder gegen meine Landsleute. Aber beim Fußball ist es halt im Eifer des Gefechts passiert sowas mal. Und ich habe, also natürlich ist es nicht schön in dem Moment, aber beim Fußball oder beim Sport generell probiert man ja manchmal auch so sich zu provozieren gegenseitig und so. Ich habe das nie als einen Angriff gegen mich gesehen, der wirklich ernst gemeint war. Also mir ist sowas zum Glück noch nie passiert. Silvia fragt, hast du einen Glücksbringer? Ja, ich habe einen Glücksbringer. Das ist... meine Mutter hat mir mal 2001, als ich zu Broses gegangen bin, so einen Holzuntersetzer für einen Tee gegeben. Wirklich, also, und da war aber stand was Schönes drauf und sie hat mir gesagt, der soll dir Glück bringen, du wirst es in die Band schaffen. Und dann ist es wirklich passiert und dann kam ich in die Band und seitdem ist dieser Holz-Tee-Untersetzer immer in meinem Rucksack dabei. Ist ja jetzt leider gerade hinten, können wir gar nicht auspacken. Ja, stimmt, da hinten. Ramona fragt, seid ihr euch in Erziehungsfragen immer einig? Nein, natürlich nicht zu 100%, aber meistens ja. Und ich bin halt ein Typ, der eher für die kleinen Neins sage ich nicht so gerne, ich sage lieber mal die großen Neins. Und Mama ist zu Hause. Die natürlich dann vielleicht mehr Zeit mal auch mit dem Kinder verbringen als die Männer halt, was ja natürlich oft der Fall ist bei Familien. Die müssen natürlich auch oft viele kleine Neins sagen. Und das wird dann, manchmal verstehe ich auch die Frauen, die sagen, ja, du bist ja nur hier, um gute Laune zu machen. Also ich verstehe schon dann, wenn die Mädels manchmal so ein bisschen auf ihre Männer so ein bisschen von denen genervt sind oder so ein bisschen ungerecht die Verteilung finden. Aber wir beide kümmern uns beide sehr, sehr viel und sehr, sehr liebevoll um unsere Kinder. Wir unterscheiden dabei gar nichts. Also wir entscheiden alles gemeinsam und es gibt keine Rollenaufteilung. Ich habe, glaube ich, genauso viele Windeln gewechselt wie meine Frau auch. Sehr gut. Eben ist noch eine Frage reingekommen. Wie fühlst du dich bei Konzerten oder wie fühlst du dich, wenn du auf der Bühne stehst? Ich fühle mich da sehr glücklich, sehr erfüllt. Also wenn ich sehe, dass die Menschen mitsingen, wenn sie Teil der, ich will, dass das Publikum mit Teil der Show wird und nicht nur zuschaut. Fährst du dieses Jahr noch in den Urlaub, fragt Silvia. Ja, ich werde zwei Tage in Urlaub fliegen noch. Meine Frau und die Kinder sind schon im Urlaub und ich werde auch noch zwei Tage hingehen, aber ich schaffe es leider nicht länger gerade. Aber es ist auch gut so, weil meine Kids und meine Frau, die wissen auch, jetzt ist Papas Zeit gerade mit der Musik und dann haben die auch volles Verständnis dafür. Rebecca fragt, was machst du gerne mit deinen Kindern? Was sind eure Aktivitäten zusammen? Intensiv Zeit verbringen, Telefon weglegen und die richtig ernst nehmen. Ich glaube, das sollten alle machen, wenn sie Zeit mit ihren Kindern verbringen, dann richtig. Und dann ist es auch egal, was man macht. Und man sollte so ein bisschen schauen, was die Kids auch gerne machen. Eine Mischung aus dem schauen, was sie gerne machen, aber auch ihnen mal ab und zu mal was Neues zeigen. Das stimmt. Tina fragt noch, möchtest du, dass deine Kinder mal in deine Fußstapfen treten? Ich möchte, dass sie das tun, was sie glücklich macht. Das meine ich wirklich so. Das bete ich jeden Abend, wenn wir beten, sage ich, lieber Gott, gib meinen Kindern die Kraft, dass sie irgendwann das tun, was sie lieben. Und das ist mir am wichtigsten. Die sollen glücklich sein. Die sollen nicht mir oder meiner Frau irgendwas nachmachen oder auch machen, nur weil wir es machen. Wenn sie es machen wollen, weil sie es toll finden, dann sind wir natürlich voll am Start. Martina fragt, wie alt sind deine Kinder? Mein Sohn wird 11 im September, meine Tochter ist 6. Wird eingeschult jetzt. Gary fragt, wie ist dein Verhältnis zu deinem Bruder Stefano? Sehr gut,
Sehr gut. Stefano ist ein großer, großer Teil meines Herzens und ich bin total stolz auf ihn, wie er sich entwickelt hat in den letzten Jahren. Und ihn liebe ich genauso wie meine Schwester Maria auch. Also ich habe wirklich tolle Geschwister. Krampfel Martin fragt, kannst du dir vorstellen, mit Fantasy, also Freddy und Martin von Fantasy, zu singen? Ich habe die Jungs kennengelernt, war immer wieder sonntags und habe ihnen große Komplimente gemacht für das, was sie machen, weil ich finde es wirklich toll, was sie machen. Ich finde den Sound gut, den sie machen, wie sie sich präsentieren, der Zusammenhalt der beiden und auch unfassbar, wie erfolgreich die sind. Also auch da, wenn sie Lust haben auf ein italienisch-deutsches Duett, andiamo. Die Frage ist, gibt es etwas, wofür du dich drückst, dich aber gerne dazu überwinden würdest? Ich würde mal gerne sowas machen, wie so ein aus dem Flugzeug mal so ein Fallschirmsprung oder so. Aber ich habe es bei sowas, ich finde es schon heftig. Also man hat ja immer so Szenarien, die man sich vorstellt, was passieren könnte. Also ein Fallschirmsprung wäre schon krass. Also alles, was mit Höhe zu tun hat, so ein bisschen. Auch so ein Bungee-Sprung. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen Höhenangst. Auf jeden Fall habe ich das. Michael fragt, was ist dein Lieblingsparfüm? Was ich total empfehlen kann gerade, ist von Tom Ford Black Noir. Das ist unfassbar. Also auf jeden Fall ab 20 Uhr tragen, weil es ist auf jeden Fall ein Duft für den Abend. Claudia fragt, hast du auch mal Zeit, irgendwann Auftritt in Österreich zu machen? Auf jeden Fall. Also Österreich ist bei mir auch ganz oben auf der Liste. Ist ein Land, in das ich auch immer sehr, sehr gerne mit Bros gegangen bin. Und da werde ich auch bald hinkommen. Könntest du dir vorstellen, ein Duett mit Andreas Gabalier zu singen? Ihr schlagt mir lauter gute Leute vor. Auf jeden Fall. Klar, natürlich. Also Andreas ist auch einer der den ich sehr mag, also der hat eine sehr, sehr sympathische Art und so mit seinem Stil, mit meinem Stil vereint, könnte wirklich was Interessantes werden. Selina fragt, was hast du für Hobbys? Ich habe gar nicht so viele Hobbys. Ich verbringe unfassbar gerne Zeit mit meinen Kindern. Das heißt, auch wenn, also egal was ich mache es gerne mit meinen Kids. Ich spiele gerne Fußball, das Jahr. Ich spiele bei den alten Herren in Köln. Spiele ich noch Fußball. Und ansonsten mache ich halt einfach Musik, Musik, Musik. Hast du ein Tattoo von deinen Kindern oder deiner Frau? Also irgendwas Familientattoo-mäßig? Alles, alles. Ich habe eins von meiner Frau, ich habe eins von meinen Kids. Also meine Kinder sind genauso verewigt wie meine Frau. Aber nicht jetzt mit Porträts, sondern entweder mit Namen oder mit Dingen, die ich damit verbinde. Und wie viele Tattoos hast du circa? Ich habe schon einige. Also ab hier ist der Arm voll und ab hier auch, man kann es sehen, ab hier geht es ja los und hier geht es auch los. Und von hier bis hier ist ziemlich viel los. Petra fragt, würdest du jemals etwas mit Dieter Bohlen machen? Also musikalisch nehme ich an. Also ich finde, Dieter Bohlen ist ein absolut renommierter Produzent und also ich würde mir auf jeden Fall mal was von ihm produzieren lassen. Warum nicht? Also es hat ja unfassbare Erfolge gehabt mit Modern Talking und aber auch mit vielen anderen Künstlern, die er produziert hat. Schon einer der besten Deutschlands. Hast du eine schwache Seite? Ich habe eine Schwäche für die Augen meiner Tochter. Wenn sie mich anschaut, dann kann ich nicht Nein sagen. Robert fragt, als welche Musikrichtung bezeichnest du deine Musik oder deine Lieder aktuell? Ich finde, das ist so, man kann sagen, Italo-Pop. Also das ist so, vom Sound ist es ein bisschen Italo-Pop, aber es ist natürlich, ist ein großer deutscher Schlager jetzt auf Italienisch gesungen, aber es ist schon irgendwie, kann man sagen, vom Sound klingt es schon italienisch. Jasmin fragt, kannst du dir vorstellen, mal in der DSDS-Jury zu sitzen? Also generell kann ich mir vorstellen, Dinge zu tun, bei denen man andere fördern kann. Und bei einer Castingshow kann man das ja. Da kann man ja dazu beitragen, dass ein Künstler entsteht oder eine Künstlerin. Auf jeden Fall. Was waren deine schönsten Erlebnisse? Boah, da gibt es wirklich viele. Gott sei Dank. Also die Geburt meiner Kinder.
Aber auch, eigentlich ist es immer in Verbindung mit den Kindern. Also wenn die eingeschult werden, jetzt letztens ist meine Tochter verabschiedet worden vom Kindergarten. Oh, was haben wir da wirklich Rotz und Wasser gerollt. Das war schon, es gibt, mit den Kindern erlebt man jeden Tag unvergessliche Dinge. Katja fragt, vor was hast du die größte Angst? Eigentlich habe ich nur Angst davor, dass einem der Menschen, die ich liebe, etwas zustoßen könnte. Das ist eigentlich das Einzige. Eine Frage noch. Was ist, sag mal, eine Frage, die dir nie jemand stellt, aber die du gerne beantworten würdest? Wow, das ist wirklich gut. Ich glaube, mir ist tatsächlich schon jede Frage gestellt worden, die man sich vorstellen kann. Das ist wirklich schwer, sowas zu beantworten. Eine Frage, die mir noch nie gestellt hat, die ich gerne beantworten würde. Sollen wir erstmal mit was Leichterem weitermachen? Ja, bitte, machen wir was Leichteres. Kannst du später machen. Das ist ganz schwer, wirklich. Elvira fragt, kannst du dir vorstellen, eine eigene Musiksendung zu machen? Ja, auf jeden Fall. Also, das wäre für mich echt ein Traum, eine Sendung zu machen, bei der ich singen kann, bei der ich Duette singe mit Kollegen, bei denen ich Kollegen anmoderiere, die was singen, gemeinsam Spiele mit denen mache, eine Familie überrasche. Das wäre wirklich toll. Elke fragt, was magst du absolut nicht? Knoblauch. Knoblauch geht bei mir gar nicht. Also wenn zu viel Knoblauch irgendwo auf dem Essen drauf ist, dann, ich weiß nicht, krieg ich so drin. Gibt es noch Essen, was du nicht magst? Nee, ich probiere wirklich alles gerne aus. Aber ich probiere wirklich, also jede Küche der Welt habe ich schon, glaube, probiert. Tina fragt, Stadt oder Land? Also ich bin ja ein Landkind. Ich bin ja aus einem kleinen Städtlein, das hieß Hechingen, oder heißt auch Hechingen nach wie vor. Da wohnen 18.000 Einwohner. Und auch wir leben zwar in Köln, aber auch etwas außerhalb. Aber ich mag schon, wenn es ein bisschen entspannt ist. Könntest du dir vorstellen, aus Köln wegzuziehen? Man weiß nie, was passiert im Leben. Momentan kann ich es mir nicht vorstellen, weil meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, meine Geschwister, alles sind in Köln. Und das ist für mich mein absolutes Zuhause. Also mit meiner ganzen Familie woanders hinziehen, das könnte irgendwie, glaube ich, schon funktionieren, aber wenn meine Eltern da bleiben würden oder meine Geschwister so, würde mich schon traurig machen. Christian fragt, kommst du im September oder Oktober nach Hechingen? Ich bin auf jeden Fall bald wieder da. Also ich bin regelmäßig da und ich werde auch sicherlich dieses Jahr nochmal kommen. Tina fragt, was wolltest du ursprünglich mal werden, beruflich? Musiker. Musiker oder Fußballer, das waren so die beiden Sachen, die ich mir immer irgendwie vorgestellt habe oder gehofft habe zu machen. Und jetzt habe ich einen meiner Träume erfüllt. Das ist echt ein Traum. Katharina hat eine Frage zum Thema Autogrammstunden. Singst du auch bei deinen Autogrammstunden? Ja, also es kann mal eine Ausnahme geben, glaube ich. Nee, gar nicht, weil die ist gestrichen worden. Also sie ist am Mittwoch in Stuttgart, im Bräuninger Land. Ja, da singe ich. Also da werde ich auf jeden Fall singen und also so ungefähr 30 Minuten werde ich ein paar Songs aus dem Album präsentieren. Und dann gibt es natürlich auch, wird das Album signiert, die Fanboxen, es gibt Selfies, ich bin bald da. Super. Jasmin fragt, könntest du dir vorstellen, mit Vox Club zu performen? Ich liebe die Jungs. Sehr, sehr höfliche Jungs auch und sehr respektvoll und wirklich klasse Jungs, also auf jeden Fall. Was ist dein Lieblingsgetränk? Lieblingsgetränk? Also ich trinke sehr viel Wasser. ansonsten, also wenn man Lieblingsgetränk sagen muss, dann ich trinke kaum Alkohol. Also mal ein gutes Glas Wein, das mag ich schon. Also ja, das ist eigentlich... Magst du es, wenn du auf der Straße angesprochen wirst? Oder findest du es eher nervig? Wenn die Menschen freundlich und nett sind, und dann auf jeden Fall. Das ist also, und das ist zum Glück auch eben fast immer der Fall. Und ich habe auch kein Problem, ganz, ganz, ganz viel Bilder zu machen und Autogramme. Und ich habe wirklich sehr viel Geduld und mache es auch unglaublich gerne, weil ich einfach sehr dankbar dafür bin, dass die Menschen ja mich mögen.
Osvita hatte geantwortet auf das Thema Knoblauch, dass Knoblauch gut gegen Vampire ist. Und das stimmt. Das stimmt. Was würdest du bei einer Zombie-Apokalypse als allererstes machen? Jetzt also ich liebe ja The Walking Dead, deswegen kann ich da natürlich direkt mitreden. Also erstmal das ganz, also wenn man mit ein bisschen Anlauf wüsste, müsste man auf jeden Fall sich zudecken mit viel, viel Lebensmitteln erstmal. Und ja, und dann mit der Frau und den Kindern, ich weiß nicht, entweder auf ein großes Grundstück, wo man viel Ruhe hat und irgendwie sich gut verbarrikadieren kann. Aber es ist schon spannend, sowas zu denken. Ist wahrscheinlich auch ein Fan von The Walking Dead oder von diesem Film. Also es ist schon, man stellt sich tausend Sachen vor. Man denkt sich auch, krass, wenn das jetzt wirklich bei mir passieren würde, sowas in meinem Land, in meiner Stadt. Ich glaube, wenn mir sowas passieren würde, machen wir erstmal gar nichts, weil wir alle einen riesen Schock kriegen. Wahrscheinlich ist es so. Christian fragt auch noch, ganz anderes Thema wieder, zurück zu Auftritten. Kannst du dir vorstellen, mit Ben Zucker aufzutreten? Boah, was für eine Frage. Ich liebe Ben. Das ist so ein wirklich feiner Kerl. Und ich glaube auch tatsächlich, dass unsere beiden Stimmen wirklich, wirklich schön zusammenklingen würden. Also auf jeden Fall. Wir fliegen mit Lufthansa. Wo ist das? Wo fliegen Sie? Nach Köln, 11.40 Uhr. 11.40 Uhr. Wie weit ist es noch? Es ist 3 Minuten, 4 Minuten. Ja, wir sind schon fast da. Giovanni, möchtest du den Fans noch was sagen und dann? Unbedingt. Ich danke jedem von euch da draußen, der jetzt gerade hier dabei war natürlich, der sich die Zeit genommen hat, aber auch jedem natürlich, der La Vita Bella mein Album sich geholt hat oder auch sogar die Fanbox. Für mich ist es nicht selbstverständlich, dass Menschen da rausgehen und sich meine Musik anhören und auch ins Haus holen. Ich kann auch die Erfolge, die gerade hier passieren mit dem Album, ich kann das gar nicht glauben alles. Und ich möchte jedem Einzelnen von euch da draußen danken für die Liebe und den Support. Das ist für mich wie eine, ja, wie nochmal geboren zu werden. Vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit, Giovanni.